So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder Hans-Peter von Freiheit durch Wahrheit kommen. Heute wieder mit einem sehr spannenden Thema. Ihr seht es im Hintergrund. Was hat es mit diesem Symbol auf sich? Ich hatte vor wenigen Tagen bei meinem Mittagsschläfchen und der Anbindung an die Akasha-Chronik dieses Symbol gezeigt bekommen und einige interessante Details dazu, sodass ich auf Suche gegangen bin. Und auf was ich gestoßen bin, es ist sehr, sehr spannend. Deswegen geht es heute um das Thema Hohlerde, Zentralsonne in Innererde, schwarze Sonne. Was hat das mit Jesus Christus und Maria Magdalena zu tun? Und mit den Templern? Das wird wieder richtig spannend. Bis gleich. So, ja, ihr Lieben, das Symbol der schwarzen Sonne. Darüber gibt es unzählige Mythen und Legenden. Die Templer kannten dieses Symbol nur zu gut. Wahrscheinlich kannte auch die NS die wahre Bedeutung dieses Symbols. Ich vermute, es gibt keine Loge, auch in der heutigen Zeit, denen dieses Symbol nicht bekannt ist. In meinen Augen wird es jedoch völlig missverstanden, fehlinterpretiert oder bewusst getäuscht. Was hat es jetzt mit diesem Symbol auf sich? Die schwarze Sonne, auch die magische Sonne, Ilum genannt, beschreibt die Quelle der göttlichen Kraft im Irdischen. Man könnte es als eine Art Gral bezeichnen. Sie hat die Urkraft, der Eros, die Liebe und soll die Sonne im Innererde beschreiben. Um diese Kraft zu manifestieren, ein Symbol des Ideals zu erschaffen, wurde nicht nur das Symbol der schwarzen Sonne verwendet. Bereits bei den Templern wurde eine Figur erschaffen, die ein männliches, ein weibliches Haupt trug. Ganz einfach, um die beiden Aspekte und deren heiligen Vereinigung im Diesseits zu symbolisieren. Der Name dieser Figur stammt aus dem Akkadisch-Sumerischen und war Bab-Kome. Das ist gleichbedeutend mit Tor zum Lichtstrahl. Zuerst wurde dieses Wort Bab-Kome ins Persische übersetzt, dann ins Arabische, dann ins Griechische und schlussendlich ins Lateinische. Herauskam, Achtung, Baphomet. Wo stand die erste Baphomet-Figur der bekannten Geschichtsschreibung? In einer Grotte am Untersberg in Österreich, wo ihn der Tempelritter Hubert Koch erschaffen ließ. Ich zitiere aus den Templerschriften: In der heiligen Grotte steht, hoch auf dem Podeste, die Figur Baphomet, hart dem hohen Felse, welches bringt ihre Kraft über unsere Erde, was die neue Macht erschafft, auf das es Licht da werde. Von Ritter Hubertus. Wir wissen, ihr Lieben, die Templer hatten Macht. Sie waren vermögender als der König und der Papst zusammen. Der König besaß Schulden bei den Templern. Der Papst stand ebenso in ihrer Schuld. Es sickerte auch durch, dass die Templer im Besitz von Schriften sind, welche das ganze Kirchengebäude in sich zusammenstürzen ließe. Die gefundenen Aufzeichnungen in Jerusalem, das Urevangelium des Matthäus und viele andere Dokumente stellten tatsächlich die derzeit oder damals derzeit größte Gefahr für die Kirche dar. Also, sie mussten vernichtet werden. Man erfand Gerüchte über Teufelsanbetung, Sodomie und andere Lügen und verbreitete diese. In Wirklichkeit symbolisierte bei den Templern das Pentagramm die Ablehnung der fünf Bücher Mose, Pentateut. Die Teufelsköpfe symbolisieren die katholische und die jüdische Kirche, welche den gefallenen Engel Yahu, Yahweh Shaddai, im Alten Testament anbeteten. Darüber hinaus wurde ihnen unterstellt, sie würden das Heiligste der Kirche schmähen. Naja, das stimmte ja auch, denn sie lehnten das Alte Testament ab.
Und so war es einfach, ihnen Ketzerei und Gotteslästerung anzuhängen. Und ihr wisst alle, am Morgen des 13. Oktober, Freitag der 13., 1307 wurden sämtliche Templer Frankreichs durch den Befehl Philipp IV. Verhaftet. Viele, wie auch der Großmeister Jacques de Molay, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Bei der Stürmung des Wiener Refugiums soll das Blut der Tempelritter die ganzen Straßen in Wien gefüllt haben. Noch heute gibt es die Blutgasse in Wien. Die heutige Darstellung der Figur Baphomet sah ursprünglich nicht so aus. Soweit ich weiß, ist es erst ungefähr seit dem 19. Jahrhundert, dass er mit Teufelshörnern und so bösartig dargestellt wird. Die ursprüngliche Darstellung sieht nämlich ganz anders aus. Das, was jetzt ist, das ist finster. Das ist wahrscheinlich pure Absicht. Doch was sagt, das hat mich interessiert, die moderne Wissenschaft dazu, dass es eine schwarze Sonne geben soll. Physiker haben entdeckt, dass es eine Art schwarze oder auch schwache, vor allen Dingen Kernkraft genannt, gibt, die einen Fluss sogenannter neutraler Bosonen beinhaltet. Man nennt sie auch nicht elektrisch geladene Z-Bosonen. Sie sollen in der Lage sein, jeden sichtbaren Körper mit unsichtbaren Formen der Materie zu verbinden. Es könnte genau das sein, was manche als die fünfte Kraft bezeichnen. Laut einigen Autoren ist es die universelle Liebe, die laut der Physikerin Giuliana Conforto wie ein beständiger Fluss aus seiner Quelle strahlt. Der Sonne im Inneren der Erde. Und diese schwache Kernkraft, nannte sie das, ist tausendmal schneller als die starke Kernkraft und kann ohne Verzögerung Beta-Strahlung hervorrufen. Und das fühlen wir als Liebe, Freundschaft, Mitgefühl. Die starke, dichtere Kraft hingegen liefert Anziehung. In ihr verborgen sind Kontrolle, Einschränkungen und der Glaube an Grenzen sowie eine zynische Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer Menschen. In diesem Fall wäre nach meiner Interpretation die starke Kernkraft Jahwe und die schwache Kernkraft der liebende Schöpfergott. Was hat es mit der Sonne in Innererde aber tatsächlich auf sich? Giuliana Conforto schließt sich mit einigen anderen Wissenschaftlern des Modells von Edmund Halley und Euler an. Edmund Halley lebte im 17. Jahrhundert. Er kennt ihn wahrscheinlich durch den Halleyschen Kometen. Er war Astronom, Mathematiker, Kartograf, Geophysiker und Meteorologe. Er war einer der wichtigsten Physiker seiner Zeit und er wurde ernst genommen. Er war ein guter Freund von Isaac Newton. Er war der Erste, der die Theorie der Hohlerde vorstellte. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr heute so eine Theorie aussprechen würdet, wie das Euler oder wie das Halley getan haben, dann würdet ihr wahrscheinlich als Professor an der Universität ins tiefste, dunkelste Loch, Büro ohne Fenster landen, wenn ihr überhaupt noch eine Anstellung an irgendeiner Universität bekommen würdet. Damals konnte man solche Theorien noch unverfolgt, ohne seine Reputation zu verlieren, verfolgen. Genau das taten Halley und das tat Euler. Er sagte, der Mond sei dichter als die Erde, womit ein Teil der Erde hohl sein müsse. Ebenso sprach er von vier magnetischen Polen auf der Erde. Conforto hat sie in ihrem Buch sehr gut dargestellt. Er nahm an, dass sich die Erde aus einer zentralen Kugel und drei sich konzentrisch umgebenden Hohlkugeln besteht. Die eine links, die eine rechts, die eine links drehend. Perpetuum mobile eigentlich. Die Größe ihrer Kugeln wäre in etwa vergleichbar mit den Himmelskörpern Merkur, Mars und Venus. Und jedes dieser Körper hat ein eigenes Magnetfeld und dreht sich verschieden schnell, weshalb sich an der Oberfläche ein veränderndes Magnetfeld befindet.
Und das wiederum beeinflusst unser Magnetfeld hier oben auf der Erdkruste. Ihr kennt die Geschichten. Jules Verne hat geschrieben, dass man innerhalb von 80 Tagen um die Welt reisen könne, wurde wahr. Dass der Mensch eines Tages zum Mond fliegen könne, vielleicht wahr. Und toppte das Ganze durch eine Reise ins Innere der Erde. Dort stand sein Protagonist Otto Liedenbrock vor einem innerirdischen Ozean und war beschienen von einer innerirdischen Sonne. Hatte Jules Verne vielleicht Plato gelesen, der bereits schrieb, dass nichts, was der Mensch sich ausdenken vermöge, nicht Wirklichkeit werden könne? Senator Richard M. Johnson beantragte im 19. Jahrhundert im US-Kongress eine Expedition in das Innere der Erde. Ja, interessant, aber die Entscheidung wurde bis heute vertagt. 1829 sollen zwei Pioniere, Jens und Olaf Jansen, dorthin gelangt sein. Nur einer kehrte nach 2 Jahren zurück und berichtete darüber. Die Konsequenz war eine Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Jules Verne, Edgar Allan Poe und Edward Bulwer Lytton schrieben darüber Gedichte und Geschichten. Der Physiker Leonhard Euler postuliert ebenso das Modell der Innererde mit einer Sonne im Zentrum, die eine hochstehende innerirdische Menschheit beschreibt. Ich glaube, so verrückt ist das Ganze gar nicht, wie getan wird. Aber ich bin ja nur ein verrückter Märchenerzähler. Aber wir gehen weiter. Wir suchen noch ein paar Hinweise. Jetzt wird es richtig spannend. Und da wollen wir mal sehen, ob das immer noch tatsächlich solche Märchen sein können. Fridtjof Nansen, der ist weltberühmt, erreichte den 86. Breitengrad und beschrieb das Phänomen, eine Sonne gesehen zu haben, wo keiner hätte sein dürfen. Isaac Israel Hayes, auch im 19. Jahrhundert, beschrieb, dass er bei dem 78. Grad 17 nördlicher Breite einen Schmetterling, einen Moskito, 10 Motten, 3 Spinnen, 2 Bienen und 2 Fliegen notierte. Wo kommen die her? Der amerikanische Journalist Charles F. Hall lebte lange bei den Eskimos und beschrieb, dass es viel wärmer als erwartet war. Kein Schnee, kein Eis. Robben, Wild, Gänse, Enten, Hasen, Wölfe, Bären, Rebhühner und mehr wurden von ihm beschrieben. Manche Arktisforscher sahen Tiere in Richtung Nordpol laufen, wo es eigentlich keine Nahrung geben könne. Er berichtete über wohlgenährte Füchse und Bären. Vögel wie der Alk und die Rossmöwe fliegen im Winter nordwärts. Wohin? Die Schafsvögel Australiens fliegen im Winter in Richtung Südpol und keiner weiß wohin. Auch wurden Polfahrer ins Erstaunen versetzt, als sie roten, grünen und gelben Schnee sahen. Untersuchungen haben ergeben, dass es Millionen von Blütenpollen waren. Am Nordpol? Viele Polforscher, auch Fridtjof Nansen, beschrieben Treibholz, das gen Süden zog. Bäume am Nordpol? Die Eisberge bestehen nachweislich aus Süßwasser. Durch Regen? In einem Gebiet, in dem es pro Jahr nicht mehr als 5 Zentimeter Niederschlag geben soll? Hatten die alle Halluzinationen? Ich denke wohl kaum. Es sind einfach Beobachtungen. Und der Amerikaner Dr. E. K. Kane untersuchte den Humboldt-Gletscher und beschrieb große Nebelbänke, die es nicht geben dürfte. Er vermutete, dass es wohl ein eisfreies Nordmeer geben müsse, das niemals jemand gesehen habe. Aber Nansen beschrieb genau das. Er war nördlicher als jeder andere zuvor und offiziell nach ihm und sah tagelang nur offenes Meer, soweit der Feldstecher aus dem Krähennest reichte. Kommen wir jetzt zurück zu den Worten Halleys, der davon ausging, dass die Hohlkugeln im Inneren der Erde dem geschätzten Umfang von Mars, Venus und Merkur entsprechen. Da hat es bei mir wirklich geläutet. Da hat es Klingeling gemacht bei mir, weil
Für unsere Recherchen spielt es zwar keine wesentliche Rolle, ob am Nordpol oder Südpol Eingänge zur Hohlerde oder Innererde existieren, gibt es doch auch andere Wege und Möglichkeiten. Wir wissen aus den Unterlagen von Kloster Neuburg und den übersetzten lateinischen Schriften durch Professor Dr. Röhrig, dass dieses Kloster im Mittelalter Handel mit den Völkern von Innererde betrieb. Offizielle Dokumente. Die wurden sogar mit Namen benannt. So zumindest die Originalaufzeichnungen des Klosters. Waren die auch verrückt, die Mönche? Oder hatten die Halluzinationen? Ihr wisst ja, dass ich in meinem Roman Die Jesusbrüder ja auch den Innererdehandel von Maria und Josef beschreibe. Demnach wurden alle in Unterlagen von Kloster Neuburg Eingänge und Portale zur Innererde und deren Völkern nach größtmöglichem Bestreben zugeschüttet. Auszüge aus den Originalunterlagen habe ich in meinem Buch Die Jesusbrüder zitiert. Man müsste also nicht unbedingt zum Nordpol oder Südpol reisen, um Kontakt zur Innererde zu bekommen, ihr Lieben. Denn laut den Angaben von Dr. Heinrich Kusch wurden über sämtliche Eingänge zur Innererde Klöster, Kirchen und Kapellen errichtet. Das würde auch erklären, warum auf manchem entlegenen Berg in großen Höhen kleine Kapellen errichtet wurden. Dann hat man sich nur noch eine Geschichte einfallen lassen, warum sie dort steht, Heiligenerscheinungen und was es alles so gibt. Diese Portale nutzten unserer Kenntnis nach auch viele Gefährten von Jesus. Maria und Josef sollen, wie gesagt, wie die Kirche später selbst, auch Handel mit Völkern der Innererde betrieben haben. Aber kommen wir zum Anfang zurück. Die Sonne im Zentrum der Erde, der schwarzen Sonne. Halley, Euler, Conforto und andere Forscher sprechen bei den drei Sphären von einem Umfang von Mars, Venus und Merkur. Wie gesagt, bei mir hat es hier geläutet, weil ich das sehr bezeichnend und spannend finde. Denn der Mars steht für das männliche Prinzip, die Venus für das weibliche Prinzip. Es heißt immer, wir sind vom Mars und von der Venus. Und der Merkur steht für Weisheit und Wissen. Durch Wissen und Weisheit erschließen sich einem die weiblichen und männlichen Aspekte der göttlichen Schöpferkraft. Das ist die Botschaft. Der Kosmos ist wirklich geordnet. Ganz so, wie es Jesus selbst sagte. Ihr müsst das Weibliche mit dem Männlichen vereinen. Dann erschließt sich euch das Königreich. Innen wie außen, oben wie unten. Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Vereint also das Männliche und das Weibliche in euch und um euch herum. Jesus und Maria Magdalena sind das Sinnbild der Vereinigung. Sie sind die irdische Verkörperung der heiligen und göttlichen Verbindung dieser Aspekte. Und deshalb hat man auch den Baphomet ursprünglich mit zwei Häuptern dargestellt. Einem männlichen und einem weiblichen Aspekt. Der Zusammenhang erschließt sich hier relativ einfach. Und deshalb schreibt es Giuliana Conforto mit folgenden Worten in ihrem Buch. Ich zitiere. Sein Herz ist der kristalline Kern der Erde. Er besitzt keine Schwerkraft und ist eng mit dem schwachen Feld, also dem Eros nennt sie das, verbunden. Das zeigt die Asymmetrie der beiden Hemisphären an. Der kristalline Kern, ein kleiner Planet? Nein, eine kleine Sonne. Die kristalline Sonne sendet kein Licht aus, das die Sicht blendet. Sie ist ein einziger Kristall, der Klänge, Musik aussendet. Das Sonnenkind. Zitat Ende. Sie ist der Überzeugung, dass die Sonne an unserem Himmel ein Abbild der kleinen Sonne in der Erde ist. Die Verbindung zwischen beiden wäre die schwarze Sonne. Oder auch, wir kennen es aus dem Mithraskult, Sol Invictus genannt. Auch Zarathustra hat bereits darüber gesprochen. Ist hier wirklich ein wahrer Kern verborgen? Ist es vielleicht wirklich genau sogar so, wie es Halley, Euler und Conforto beschrieben? Ist das ein Teil der Geheimnisse, die seit Jahrtausenden von Priestern, Bruderschaften und Logen gehütet werden? Das Geschehen in diesen drei Hohlsphären wirkt auf die Magnetosphäre unserer Erde.
vor allem auf die südatlantische Anomalie. Die Gegend, in der die beiden Gürtel des Van Allen-Gürtels sehr tief abgesunken sind und wo es mehr Blitze gibt. Und das kann ich aus eigener Erfahrung und Beobachtung bestätigen. Hier in Südamerika sind wir gerade im Zentrum dieser südlichen Magnetosphäre und erleben tatsächlich Gewitter völlig anders als in Europa. Hier entladen sich zum Teil Hunderte von Blitzen in einer einzigen Sekunde. Das ist manchmal wirklich ein wahres Schauspiel. Wir spüren auch, dass hier die Magnetosphäre wesentlich dünner ist als in Europa. Und das äußert sich vor allem in einem schnelleren Bewusstseinsaufstieg. Allein unsere Entwicklung, die wir um uns herum bei anderen Menschen beobachten, in den letzten 2 Jahren übersteigt alles, was vorher gewesen ist. Und dafür ist es wirklich gigantisch hier. Die Sonne, das Erdinnere und die Oberfläche verändern sich aber gerade momentan ganz aktiv. Es überstürzen sich viele Ereignisse, atmosphärisch, aber auch gesellschaftlich. Das sehen wir. Und mit dieser aktuellen Aktion richtet sich der kristalline Kern neu aus. Die Achsen werden neu ausgerichtet. Wir nennen das, oder sie nennt das, der Spiegel. Und damit werden auch alle Bilder am Himmel neu ausgerichtet, weil sie angeblich Projektionen sind. Wir haben bereits im Evangelium des Johannes stehen, dass die Sterne irgendwann vom Himmel stürzen würden bei der Apokalypse. Ich glaube nicht, dass das Wort wörtlich zu betrachten ist, sondern eher als eine Art Metapher darauf, dass sich alles neu ausrichten wird und sich der wahre Himmel uns offenbaren wird. Wenn durch diese Aktion tatsächlich das Erdmagnetfeld verschwinden sollte, eröffnet sich uns ein völlig neuer Blick auf den Kosmos und den Himmel. Bereits Jesus sprach in den Apokryphen-Evangelium vom Himmel über dem Himmel. Pharao Thoth berichtete in den, oder Hohepriester Thoth berichtete in den Smaragdtafeln auch davon, dass es 2 Himmel gäbe, den wir sehen. Das wäre der Himmel der Illusion. Mit den 12 Wächtern, das sind die 12 Tierkreiszeichen. Wenn der Schleier des Erdmagnetfeldes fällt, wird sich der Himmel der Illusion auflösen. Und wir werden die Wahrheit erkennen können. Deswegen steht uns wahrscheinlich jetzt ein Sprung in eine neue Zukunft bevor, der neuen goldenen Zeit. Und durch die Abnahme des Erdmagnetfelds erhöhen sich unser Bewusstsein und unsere Spiritualität in kürzester Zeit exponentiell schnell. Ich drücke es einmal in den Worten aus, die Jesus in einem gemeinsamen Gespräch an meine Frau und mich richtete. Er sagte, ihr werdet in den nächsten Jahren noch Wunder erleben, die ihr euch derzeit kaum vorstellen könnt. Wenn die Kraft der schwachen Atomkraft sich verstärkt, dann werden wieder Liebe und Mitgefühl im Zentrum unseres Seins stehen. Dann hat der Determinismus sein Ende erreicht. Dann wird der Eros über den Thanatos siegen. Ihr Lieben, warten wir es ab. Ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich auf diese kosmische Wende von Herzen. Weil für mich steht fest, dass unsere derzeitigen gepredigten Moralvorstellungen nur dazu da sind, uns unter Kontrolle zu halten, damit wir auch den Eros, den Amor, unter Kontrolle haben. So, wo geht der Amor ursprünglich aus? Dreht mal das Wort Amor rum und lest von hinten Roma. Roma war eigentlich dafür gedacht als Stadt der Liebe. Das hat man natürlich okkupiert. Es wird die große Kraft verborgen, die uns antreibt und mit der sich wir mit dem Kosmos verbinden können. Es dreht sich alles um den Magnetismus, sagt Conforto. Wir wissen, dass unsere graue Hirnsubstanz über Elektrizität funktioniert. Okay. Die weißen Gehirnzellen hielt man lange Zeit für unwichtig, als Kleber, Glue. Mittlerweile wissen wir aber, dass die weißen Gehirnzellen, die weiße Gehirnsubstanz mit Proteinen kommuniziert. Aber nicht über Elektrizität, sondern über Magnetismus. Mhm.
Der Ursprung, sagt Conforto, liegt im schwachen Feld, der Sonne, der Innererde. Und dieses schwache Feld treibt auch unsere Hormone an, die wiederum unsere Psyche beeinflussen. Und diese kosmische Verbindung von Psyche und Eros kannte man bereits in der Antike. Das ist ein alter Hut. Ist es also nicht ein Rückschritt, wenn wir heute behaupten, dass Psyche und Eros identisch sind? Zum Abschluss vielleicht noch was, weiß nicht, wer es kennt, die Geschichte von Psyche und Amor. Okay, ich erzähle es. Das ist eine schöne Geschichte. Also, pass auf. Die Psyche war die jüngste Tochter, die schönste Tochter des Königs. Sie ist so schön, dass man sogar aufhört, Venus zu verehren. Venus ist verärgert und ruft ihren Sohn Amor und befiehlt Psyche dazu zu bringen, einen schlechten Mann zu heiraten. Das Orakel des Gottes Apollon befiehlt dem König, seine Tochter mit Brautkleid auf einen Berg zu bringen, um diese mit einem Dämon zu verheiraten. Amor jedoch lässt sie vom Gott der Winde in ein märchenhaftes Schloss bringen. Nämlich er war ihrer Schönheit auch erlegen. Er hatte sich verliebt in sie. Er besuchte sie jede Nacht und war ihr Geliebter. Tagsüber verschwindet er aber wieder. Das heißt, die bekommt ihn nie wirklich zu Gesicht. Da sie sich tagsüber aber langweilt, gewährt er ihr den Besuch ihrer Schwestern. Er warnt sie aber, sie solle sich nicht dazu verleiten lassen, herauszufinden, wer er denn sei. Nach wenigen Besuchen aber redeten die Schwester mit ihrer mittlerweile schwangeren Schwester Psyche und aus Neid erzählten sie ihr, dass es sich bei ihrem Geliebten um einen grässlichen und hässlichen Dämon handelt, der sie verschlingen möchte. Eines Nachts erwartet sie Amor mit einer Öllampe und sie leuchtet ihn einfach an. Was sie erblickt, ist ein wunderschöner, engelhafter Amor, der sich jedoch dann hintergangen fühlt und die Psyche untröstlich zurücklässt. Venus, seine Mutter, erfährt es, ist erbost darüber und stellt zur Strafe Psyche ganz viele Aufgaben, die sie erledigen soll. Und die letzte Aufgabe führt dazu, dass sie in einen todesähnlichen Schlaf fällt. Ich kürze es einfach ein bisschen ab. Amor bekommt aber davon Wind, eilt zu ihr und errettet sie von diesem Schlaf. Er bittet Jupiter, seiner großen Liebe zu helfen und gestattet ihm die Hochzeit mit Psyche. Jupiter muss dafür aber Psyche auf den gleichen Level bringen wie Amor, also gottgleich, unsterblich machen. Das macht er mit Ambrosius. Und das Kind kommt zur Welt, nachdem sie geheiratet haben, und nannte sich Voluptas. Auf Deutsch Wollust. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das tatsächlich real so abgespielt hat. Es ist wirklich hier eine Allegorie. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an und gucken mal, obwohl dieses über 2000 Jahre alt ist, was es für die heutige Zeit bedeutet. Und wir sehen den Spiegel dessen, was damals schon bekannt war. Also, die tiefere Botschaft dahinter ist für mich sonnenklar. Psyche und Eros wurden bereits damals als zwei verschiedene Dinge betrachtet. Sie sind nicht eins. Psyche kann Eros nicht sehen. Wir können ihn nur fühlen, wir können ihn nur spüren. Deswegen konnte sie ihn nicht sehen. Wir können den Eros mit unseren Augen und Ohren nicht erfassen. Er ist höherer Natur. Und es ist das, was durch uns, durch Materie fließt und uns des Nachts besucht. Und damit ist nicht gemeint, dass wir uns jede Nacht sexuell hingeben, sondern dass dieser Eros dann in uns besonders wirken kann, nachts. Wenn wir unseren Verstand ausschalten, unsere äußeren Sinne, nachts. Unsere Zirbeldrüse arbeitet nachts stärker als tagsüber, insofern wir nicht
sie darauf trainieren, das auch tagsüber zu können, durch Meditation und Training. Die Schwestern, also unsere Gemeinschaft der Menschen, das System, wollen die Psyche davon überzeugen, dass Eros ein schreckliches Monster ist. Und genau das tut man. Genauso wollen uns Religion und Staat davon überzeugen, dass der Eros etwas Schlechtes ist. Man verkauft uns falsche Moralvorstellungen und hält uns damit unter Kontrolle. Eros bedeutet vor allem Liebe, Nächstenliebe, Freude, Mitgefühl und innerer Frieden. Und wir bekommen das Konzept des Leidens und der Sünde auf Erden verkauft. Am Ende hingegen wird aber die Psyche unsterblich gemacht, gottgleich, damit beide sich verbinden, sich verehelichen können. Wenn Psyche und Eros sich verbinden, entsteht etwas, das wir als irdisches Pendant zum Göttlichen verstehen dürfen. Und jetzt beziehe ich es mal nicht auf unsere heutige Zeit alleine, sondern auch auf eine unserer Hauptthemen der Videos, nämlich in dem Moment, in dem Maria Magdalena als Braut von Jesus Christus aus der Geschichte verdrängt wurde, verlor das eigentliche Christentum seine Kraft. Seine Kraft der archetypischen heiligen Ehe, der Verbindung zwischen dem wahren männlichen und dem weiblichen Aspekt der Vollkommenheit des Göttlichen. Und dieser große Verlust der Sophia, der Weisheit des Weiblichen, hatte tatsächlich schlimme Folgen für unsere Kultur, wie wir heute sehen können. Die Polarität sollte wiederhergestellt werden, indem wir die Vereinigung von Maria Magdalena und Jesus wieder anerkennen und auch symbolisch schätzen. Menschlich und mythologisch wäre es für mich von großer Bedeutung. Ein spiritueller Weg kann auch durch eine wahre Liebesbeziehung gegangen werden, ihr Lieben. Lasst euch da nicht täuschen. Die Kirche lehnt es weiterhin ab, indem sie sagt, dass die Liebe zu Maria Magdalena der Liebe zur Menschheit im Wege stand. Dieses Entweder-Oder-Konzept kann nicht wahr sein, ihr Lieben. Das Sowohl-als-auch-Denken führt hier in meinen Augen zu einem höheren Bewusstsein, das aber verhindert werden soll. Warum soll die eine Form der Liebe die andere ausschließen? Die Fähigkeit, sich einem anderen hinzugeben, spiegelt sich dann in einer größeren Fähigkeit wieder, in anderen Formen zu lieben. Es gibt drei Arten von Liebe, noch ganz kurz dazu, nämlich die Dreifaltigkeit von Eros, Philia und Agape. Und alle sind wahr. Keine steht für sich allein. Eros wurde erstmals von Platon beschrieben in seinem Symposium. Es ist die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei Menschen, die sich nicht auf das rein Körperliche beschränkt. Das ist ihr Lieben, man kennt drei Arten der Liebe. Die Dreifaltigkeit von Eros, Philia und Agape. Und alle sind wahr. Keine steht für sich allein. Eros wurde erstmals von Platon beschrieben in seinem Symposium. Es ist die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei Menschen, die sich nicht auf das rein Körperliche beschränkt. Das rein Körperliche könnten wir eher als, ja, ich nenne es mal Befriedigung, Bedürfnis bezeichnen, meist der eigenen ego-getriebenen Bedürfnisse, wohingegen der wahre Eros das Eintauchen und Verbinden der körperlichen, geistigen und seelischen Aspekte bedeutet. Wieder der Trinität Körper, Geist und Seele. Es ist auch ein göttlicher Akt der Verbindung des männlichen und des weiblichen Prinzips. Aristoteles schrieb viel über die Philia, die Freundesliebe, die wir über jeden empfinden können. Die letzte Form ist Agape. Man nennt sie die tiefste und bedingungslose Liebe, die zwei Seelen vereint. Es ist die göttliche Liebe, welche die Seelen befreit und auf höhere Ebenen bringen lässt. Es ist vor allem die Liebe eines Menschen zum Schöpfer. Die Vereinigung des männlichen und des weiblichen Prinzips. Ich komme noch mal kurz darauf zurück. Das ist nämlich genau das, was Baphomet in seiner ursprünglichen Form darstellte. Das Tor zum Lichtstrahl. Und das ist eben genau das, was mit der Vereinigung von Psyche und Eros und Amor gemeint ist. Das Symbol
aus dem der Eros kommt, aus dem Mitgefühl und Liebe in uns entsteht, stellt laut den Überlieferungen und Giuliana Conforto die schwarze Sonne dar. Die Schöpfung hat uns die Zentralsonne im Erdinneren geschenkt, damit wir 24 Stunden von dieser wunderbaren Energie versorgt werden können. Das Erdmagnetfeld, der Luzifer, wer auch immer es erschaffen hat, stört diese Energie. Und je weiter es abnimmt, desto mehr Anbindung an diese Quelle wird uns zuteil werden. Und genau das kommt auf uns zu, ihr Lieben. Aus Eros und Psyche entstand Volputas, die Wollust. Da möchte ich auch ganz kurz drauf eingehen. Weil dieses Wort ist auch falsch verstanden. Denn Wollust ist wohl kaum das, als das wir es heute kennen. Es würde zu Laster und Sünde gemacht. Die Kirche machte daraus eine der sieben Todsünden, mit denen man angeblichen Hexen verfolgen konnte. Aber es ist ein ganz altes deutsches Wort, bestehend aus den Worten Wohl und Lust. Und damit ist nicht zwangsläufig die Befriedigung sexueller Bedürfnisse gemeint, sondern die Freude an etwas, schlicht und einfach. Nichts anderes soll es ursprünglich ausdrücken. Aus der göttlichen Vereinigung der heiligen, männlichen und weiblichen Aspekte geht Freude hervor. Auch in Form eines Kindes. Das Ganze erfordert in der jetzigen Zeit einen großen Umdenkprozess in unseren Köpfen, denke ich. Zu lange hat man uns die Wahrheit verborgen. Zu lange hat man uns an der Nase herumgeführt. Und jetzt ist die Zeit, in der wir wieder lernen dürfen, dass Männer ihre gesunde Männlichkeit zum Vorschein bringen und Frauen ihre gesunde Weiblichkeit wieder erfahren dürfen. Und vielen von uns ist klar, dass seelische Ursachen der Hauptgrund für körperliche Beschwerden darstellen. Warum wohl gehören Prostatakrebs, Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs zu den häufigsten onkologischen Erkrankungen? Weil Männer nicht mehr Männer und Frauen nicht mehr Weiber sein dürfen. Auch das Wort Weib wurde umgedeutet. Heißt es denn nun Fraulichkeit oder Weiblichkeit? Und Jesus und Maria Magdalena sind wieder unter uns, ihr Lieben. Ihre Energie ist klar und deutlich spürbar. Mein Ziel, besinnen wir uns wieder auf dieses Symbol als Zeichen der göttlichen Vereinigung und eines gemeinsamen Bewusstseinsaufstiegs. So sei es, ihr Lieben. Euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Seid gesegnet.